Hey, liebe Leute, hier ist wieder euer Crush for the Vegetarian zurück bei Let's Play Pokémon Xenoverse. Wir reisen weiter wieder durch altbekannte Orte der. So, jetzt. Elder-Region. Weil. Wir haben ja, wie gesagt, ja schon alle TMs, VMs, mehr oder weniger zur Verfügung und. Ja, da wollen wir mal schauen. Da muss irgendein. Hätte ich bloß den Schutz gerade nicht eingesetzt. Aber hey, hier können wir auch wieder surfen. Wie gesagt, wir haben jetzt alle VMs zur Verfügung und damit können wir auch jetzt allerlei Sachen nachholen. Hatten wir den echt noch ganz gut? Ja, wir sind da nicht zu ihm hingekommen. Zu den Angler hier. Oder? Der hat ein Level 18 Remoraid, was? Hä? Als ob? Bist du doch gar nicht zu denen hingekommen? Wie ist das möglich? Tch. Keine gute Levelkurve kann ich dazu noch sagen, weil wirklich, wie hätte man sonst zu ihnen hinkommen können? Da! Oh. Hä? Ach nein. Nein, nein! Wir hätten trotzdem nicht hinkommen können. Es ging nicht. Pfff. Ja, keine Ahnung, du. So. Ich hasse es, dass es auf die Tastatur beschränkt ist. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier Glück haben werden. Mal sehen, was sich hier für ein Ex-Pokémon befindet, weil das konnten wir auch vorher noch gar nicht finden, ne? Vielleicht haben wir mal Glück zur Abwechslung, aber. Ja. Die Chance, die zu bekommen, ist anscheinend wirklich sehr, sehr gering. Ich meine, ich bei den Carnivana-Ex habe ich schon eine halbe Stunde da verbringen müssen, bevor ich es endlich gekriegt habe. Jetzt schon mal, wie es hier der Fall sein wird. Hm. Oh, bislang wieder kein Erfolg. Hm. Ich meine, es hängt auch nicht von Tageszeitpunkt ab. Aber trotzdem. Das ist wirklich so schwierig ist, ein Xeno-Pokémon zu kriegen? Ja. Bislang haben wir ja wirklich nur Pech. Na gut. Offscreen halt. Nicht euer Ernst! Toll. Da kriege ich dann keine Ex-Pokémon, aber dafür kriege ich einen Shiny Coin. Pff. Als ob! Habe ich einen Flottball? Nee, habe ich wieder mal nicht. Hm, Finsterball bringt auch nichts. Ein Hyperball wäre jetzt auch zu wenig, gerade in der Situation. Ich kann sie doch nicht angreifen bei dem Level. Kann nur. Auf Glück hoffen. War klar. Es war sowas von klar. Nicht dein Ernst. Ach komm, als ob das wieder so vorbestimmt ist. Dass es immer beim dritten Mal rauskommt. Warum ist nicht automatisch der Hyperball ausgewählt? Na also, eine shiny Variante davon. Ja, Pride Trainer haben wir jetzt als Achievement mal bekommen, weil wir einen shiny uns gefangen haben direkt. Gut, wir haben ja schon an sich zwei Shinies, aber die haben wir per Eventcode bekommen. Oh, jetzt ist wohl schon die Nacht angebrochen. Jetzt ist dunkel. Ich hoffe, dass das nicht die Chance vermindert, dass das Pokémon auftaucht. Na gut, davon soll er, damit soll es ja nicht zusammenhängen, ne? Ja gut, dann weiterhin offscreen danach suchen.
Ach, okay, Leute, ich weiß nicht, was das ist, aber ihr seht es hier. Nach über einer halben Stunde immer noch kein Erfolg. Ich weiß nicht, was das ist, warum die Chance so sau selten ist, dass es auftauchen kann. Aber gut, ich glaube, ich lasse es lieber. Vielleicht lasse ich es lieber. Vielleicht habe ich am Tage mehr Glück. Wer weiß. Gehen wir einfach weiter, ne? Ich meine, ich brauche auch nur bestimmte Xenoverse-Pokémon dann für mein Team. Wir werden ja sehen. Ich hoffe, dass ich bei denen mehr Glück habe. Oh, ich müsste mir bald wieder Superschutz kaufen. Fürs Erste wahrscheinlich jetzt nicht zu viel Zeit nur damit. Wollen wir auch nicht. Davon haben wir alle nichts. Es gab aber dann dazwischen so einen Wald, ne? Ja. Der Stellator Town, aber zuerst können wir jetzt hier durchsurfen. Und uns das jetzt führen wird. Oha. Da gibt's ja was. Ah, Schwertanz. Auch nicht schlecht. Ja, um den Angriff wirklich extrem zu pushen jedes Mal. Eine Beere. Und was ist das jetzt, bitteschön? Ich höre Gen 4 Musik? Was zum Teufel? Wo bin ich hier? Was ist das für ein Haus? Verschlossen. Tja. Moment! Ist ja auch gerade der Grafik... Was? Der Grafikstil hat sich in Gen 4 umgewandelt. Was zum Teufel war das eben? Holy shit, was war das bloß? Ich will mir erstmal wieder was kaufen. Was war das jetzt? Bestimmt noch ein Event fürs Postgame. So, erstmal verkaufen hier. Die Perla. So. Und jetzt wieder jede Menge Superschutz kaufen. LOL, der Laden hat auch nicht mal besseres Zeugs. Ich dachte, das Sortiment haben sie auch erweitert. Das ist aber auch nicht gut gemacht worden, dass da hier das Sortiment nicht auch noch mit erweitert wird. Das finde ich jetzt aber sehr unschön, muss ich sagen. Und durchaus, das gefällt mir natürlich nicht. Dass man gezwungen ist, in eine neuere Stadt zu gehen, damit man auch wirklich da das gute Sortiment bekommen kann, so. Ja, dieser Wald hier. Da kann man auch gar nicht surfen, das war... Es gab aber mal eine Stelle, wo ich ein bisschen festgehangen bin. Die TM ist offen. So, der Giftsumpf. Aufpassen. So. Ah, aber hier gibt es einen Zerschneiderbusch. Leech Life? Ist das... Wie heißt das? Verwurzler oder wie? Oder gibt es jetzt tatsächlich Egelsamen als, Das wär's noch. Wenn man jetzt schon Egelsamen als, TM herkriegen kann? Leech Life, the user drains the target. Restored by half the... Oh! Ah, es ist ein Angriff. Und, oh, Verteil kann es lernen? Aber physisch. Und von Typ Käfer. Schade, weil die Attacke scheint echt gut zu sein. Stärke 80 ist eine
Blutsauger-Attacke, also eine Sauger-Attacke hier. Das wäre doch was. Ha. Echt blöd, dass es das... Dass ein physischer Angriff ist. Ah, aber hier ist das Item. Ja, die Themen habe ich, aber... Hier, das Item konnte ich noch nicht kriegen. Und Moment, das glitzert doch hier. Aber erstmal ist das Item. Oh, Gift-Orb. So. Ah, ein Pokémon-Nest! Endlich! So, was gilt es hier zu machen? Honig? Oh, damit könnte ich hier die ganzen Bibor von mir fernhalten. Tatsächlich? Hä? Aber ich, ich dachte, der Honig würde... Hä? Was muss ich hier machen? Ich habe den Honig? Ach so. Ah, damit werden die Bibor hierhin gelockt. Okay. So funktioniert das also. Ey, was? Das andere Zeug ist auch noch dabei. Beeren? Wer mag sowas? Gut, den Honig sollte ich erstmal hierhin versetzen. Dass die Bibor abgelenkt werden. Aber was müsste ich denn noch ablenken hier? So, erstmal die Bibor hier hinlocken. Jetzt schauen wir mal. Was ist hier noch los? Hier ist niemand. An den Bäumen könnte ich das andere Zeugs hintun. Durch erstmal das hier hin. Scaraborn. Kann ich hier hinlocken. Also die lauern hier auch, oder was? Zirpeize. Okay. Ja, und so komme ich an denen vor allen vorbei, oder was? So ist das also. Okay. Oh, noch mehr? Das kann doch nicht wahr sein. Na schön, also. Okay, wenn ich da drauf trete, dann werden die Zirpeize mich erwischen. Die sind ja scharf nach diesen Beeren. Das heißt, ich müsste Beeren hierhin versetzen. Nichts? Okay. Dann vielleicht hierhin? Ah, da kommen sie hin. Gut, dann bin ich die schon mal los. Vielleicht soll ich den Honig hierhin tun? Ja, das hält mir die Bibor fern. Und jetzt schauen wir mal um den letzten Baum. Schön vorsichtig, man weiß nie, wo noch Scaraborn lauern. Die sind die letzten, die hier noch sind. Ich kann aber keine aus... Oh nein, da sind sie! Nein, jetzt muss ich hier wieder von vorne durch, oder was? Ach du Scheiße. Och nö, als ob. Muss ich den ganzen Kram wieder von vorne machen. Aber wo war denn bitte schon noch ein Baum? So,
testen wir da auch Honig. Oh. Und dann habe ich das hier. Auf den Baum hingetan. Die Scaraborn wegzulocken. Ja, und jetzt noch das beim nächsten Baum und dann ist freie Bahn. Da. Ja, und jetzt ist freie Bahn hier. Pokémon sind mit Fressen beschäftigt und wir können in der Zwischenzeit weiter. So, den Honig konnte ich hier hinversetzen. Ja. Ja, weil da haben wir schon den größten Ärger nicht los, wenn wir die ersten beiden Pokémon damit schon weggelockt haben. Ach nein. Oh oh. Shit, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt komme ich an den nicht mehr vorbei. Tja. Oder kann ich nochmal zurück und dann nochmal hin? Geht das? Nein, das geht halt nicht. Ist das euer Ernst? Man muss sich schon richtig entscheiden von vornherein. Als ob. Ach, scheiß doch drauf, das ist doch dumm. Muss das auch schon die richtige Reihenfolge wissen, was das betrifft. Oh. Vorsicht. So, das war ja für die Scaraborn. Da vorne war so ein Baum für die Scaraborn. So, und jetzt noch das hier für die Zirpeize. So, ich hoffe dann, dass der dritte Bereich auch der letzte war. Ah, oh, aus der Bahn hier. Und jetzt bitte, lass das mich doch schaffen. So, erstmal ist der Honig. Dem weiß ich, geht das ja schon von vornherein. Die Bibor. Und jetzt hier. Die Beere war es. Und jetzt noch, Lymph. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Vielleicht Harz? Keine Ahnung. Aber ich muss vorher einen Baum finden. Um die ganzen Scaraborn von mir ganzen Scaraborn jetzt wegzulocken. Oh nein. Wo ist denn hier noch ein Baum? Auf den ich das Zeug drauf tun. Als ob. Bin ich wieder falsch oder was? Ey, come on! Ist das nervig? Muss ich denn lang zum letzten Baum? Ist doch dumm, ey. Und so, was war nachher angesagt? Das hier, ne? Nee, das hier. Ja, okay. So komisch, wo ist der letzte Baum bitte? Um das Ganze endlich mal lösen zu können. Schön, dass es da so eigene Modelle und Animationen gibt dafür. Man merkt deutlich, wie sie sich an den Baum laben. Sieht auch wirklich schön detailliert aus. RPG Maker kann wirklich viel erreichen. So,
packe ich jetzt erstmal die Zipheise, kann ich erstmal nur ablenken an der Stelle hier. Jetzt muss ich einen Weg finden. Jetzt muss ich eins auf den letzten Baum finden für dieses ganzen Scaraborn. Gut, also ich merke mir, da darf ich nicht durch. So, und darunter auch nicht. Das heißt, ich müsste. Oh nein, da ist auch noch. Da sind auch noch Scaraborn. Da ist der letzte Baum! Los! Holt euch das Zeug und lasst mich in Ruhe weiter. Yes, geschafft! Jetzt können wir weiter hier. Oh, das schaut mir nach Ende aus. Das schaut mir nach Ende aus. Tatsächlich. Oh nein, so ein Pokémon ist das Ziel. Naja. Haben wir ein weiteres geschafft. Also ein weiteres Nest hier hinter uns. Schade, dass wir keinen Schatz, extra Schatz dafür bekommen haben. Das wäre mir schon fast lieber gewesen. Na, wie komme ich denn jetzt hier raus? Bin auch schon wieder ganz bescheuert hier. Ja, und die Pokémon können uns nichts. Die sind mit Fressen beschäftigt. Tja, ja. Ach. Immer auf Umwegen das Ganze. So. Und raus da. Ja. Dass da keine schnelleren Weg gibt, rauszukommen, wundert mich. Aber gut. Immerhin haben wir das jetzt hinter uns. Oh, aber ich habe jetzt den Schutz gerade nicht an. So, jetzt. Ah, Glück gehabt, dass noch kein Pokémon aufgetaucht ist dazwischen. Hier kann ich auch noch gar nicht durch, hä? Hm, frag mich echt, was da an Stelle so Besonderes geben wird. Aber gut, den Wald muss ich mir also auch noch merken. Ha! Wo führt das jetzt hin? Was ist das denn? Hm, schwarzer Schleim? Oh! Hier könnte ich ein weiteres Ex-Pokémon kriegen. Ich habe gerade Schutz an. Ne, da habe ich leider wieder Pech. Aber ich weiß, was da für ein Pokémon gibt. Vorstufe von Voltula. Als Ex-Pokémon. Watzapf-Ex. Und bestimmt wieder sau selten. Wahrscheinlich werde ich wieder Pech haben wie sonst was. Dieses Wurf sieht wohl so aus. Aber ja. So können wir dieses Pokémon auch nochmal erreichen, die Vorstufe. Wenn man interessiert wäre. Na gut, ich glaube. Ja, da gehen wir einen anderen Mal hin, ne? Weil ich weiß nicht, das ist viel zu selten. Bis das überhaupt mal ins Auftaucht, muss man sau viel Glück haben. Ist ja wie fast im Lotto hier das Ganze. Ich finde das einfach nicht gut gemacht. Dass man da wirklich, ich weiß nicht. Sau viel Glück haben muss, damit das funktioniert. Dass man da ein begegnen kann. Boah, und zwei möchte ich davon als Teammitglied haben. Prost Mahlzeit. Da steht mir was bevor. Wenn eh dieses Vieh so selten auftaucht, als wäre es gar nicht, als würde es gar nicht existieren, dann. Ich wünschte, es gäbe ein Item, womit man sie schneller
finden. Also womit man sie wirklich eine leichtere Chance hat, sie zu finden, ne? Das wär's gerade. Es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Ich kann machen, was ich will. Das dauert viel zu lange. Man muss da schon wirklich sau viel Glück haben, dass... Na, jetzt kommt gar nichts mehr, oder was? Also. Ja. Man muss da wirklich extrem sau viel Glück haben. Ich glaube, mit Elekid X habe ich wirklich nur extrem viel Glück gehabt. Ich habe es auch schon bei Carnivana X gemerkt. Boah. Das Vieh dauert lang, bevor es auftaucht. Und ich finde das einfach nur... Ich finde es einfach nur dumm. Dass die Chance dafür so niedrig ist. So extrem sauniedrig, dass es einfach schon sogar stundenlang dauern könnte, bevor eins auftaucht. So eine geringe Rate habe ich, selbst bei den Hauptspielen gar nicht gesehen. Ich krieg's einfach nicht. Ich sollte aufhören, herumzulungern hier. Und dann lieber weitermachen. Habe ich schon zu viel Zeit vergeudet. Wir wollen ja bald mal in der Story wieder vorankommen. Das habe ich noch gar nicht? Gachi Gachu? Na, immerhin etwas. Immerhin etwas. Besser als gar nichts. Passt. Gleich mit den ersten Mal drin geblieben, so wie es sein sollte. Gachigachu, the Hatch Who Pokémon. It withstands low temperatures thanks to its thick fur coat. If you rub that, it will charge with static electricity and electrocute. Es ist also praktisch ein Eis-Pikachu. Ja, toll. Oh, meine Fresse. Aber ich meine, wenn das jetzt schon öfters auftaucht, wie kommt es, dass es dann so schwierig ist, ein Ex-Pokémon hier zu finden? Und come on, das kann ja wohl nicht so Wow, Scaraborn! Das wäre auch wirklich cool. Aber ich habe bereits schon ähnliches Pokémon mit denselben Typenkombinationen. Ist jedoch langsam, aber trotzdem noch sehr, sehr stark. Nee, komm, lass mal's. Lass mal das, gehen wir weiter. Es bringt einfach nichts. Die Chance ist viel zu gering. Vielleicht hängt es aber auch wirklich vom Tageszeitpunkt ab. Keine Ahnung, was da falsch liegt, läuft, dass es einfach nicht auftauchen will, egal wie lange ich auch danach suche. Ein letztes Mal noch und dann ist Schluss mit lustig. Ja, wieder nichts. So, jetzt überlege ich mir gerade, wie machen wir jetzt am besten weiter. Ja, vorher erstmal ganz schnell einen Schutz anlegen. Bevor wir noch weiter genervt werden. Ach, da ist es jetzt hingegangen. Ja gut, wenn es sich schon anbietet, dann fange ich das halt meinetwegen. Aber ich meine, warum? Ist das der Preis? Diese ganzen... Ihr wisst schon. Aber ich meine, lässt es sich schnell fangen. Ich hätte das andere vom einen Pokémon-Nest auch noch fangen können, aber ja, ich wollte halt nicht. Ah, da war ich stur. So, Route 5. Ah! Hier können wir auch wieder rüber surfen und uns hier das Itemchen schnappen. Ein Sonderbonbon! Nice! Oh.
Oh Mann, sorry Leute. Oh, die Hitze macht mich ein bisschen müde. Ja, die TM habe ich mir auch schon geholt. Ja gut. Dann wollen wir zurück nach Milky Way City. Wo es ja auch noch wilde Pokémon gibt. Und hier ist noch eine weitere Surferstelle. Na, da muss doch dahinter auch wieder was verbergen. Dahinter was verbergen. Nein? Da ist nichts? Ach komm, das sieht doch so aus, als hätte... Hm. Bringt nichts, sich darüber aufzuregen. Immer noch Ärger mit Spark All. Ja gut, sonst ist ja eh nichts. Auch hier können wir gar nicht surfen. Im Schlossgarten, da gab es auch eine Wasserstelle. Aber hier hinter befindet sich ein Item, also... Immerhin. Ja, noch ein Sonnenbonbon, als ob. Ja, passt. Finde ich geil. Hm, aber ansonsten, ja. Ist auch hier was? Ich glaube mal nicht, aber mal gucken. Sieht nicht so aus. Hier ist eine Stelle, wo man wieder... Auch hier. Nein? Irgendwo war da eine Stelle, wo man einfach vom Labyrinth wieder absteigen kann. Gut, bevor jetzt der Part zu überlang wird, würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part hier weiter. Schauen wir mal, was für vom Gravitationstunnel... Ja, da können wir zum Beispiel schon wieder den Zirrschneider nutzen. Und auch hier dann wieder surfen. Ah, Mondstein. Und ja... Wie immer gilt, wenn es dir gefallen, wusste dieses bestimmt mehr sein. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen, dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush for the Figgity 9. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Xenoverse. Also, wiedersehen und tschüss, Leute.